Der Tiergarten in Berlin. Ein Ort der Ruhe, den Beckett während seiner Deutschlandaufenthalte gerne für Spaziergänge nutzte. In den 30er Jahren hielt er sich zum ersten Mal für einige Zeit in Berlin auf. In den 60er und 70er Jahren inszenierte er im Schillertheater die mittlerweile legendären Aufführungen seiner eigenen Stücke. Im September dieses Jahres trafen sich Beckett-Fachleute aus aller Welt in der Berliner Akademie der Künste zu einem Symposium. Daneben war ein umfangreiches Theaterfestival organisiert. Ein Schwerpunkt lag dabei auf der szenischen Bearbeitung von Beckets Prosawerken. Aż wreszcie pojął Lot, że między panem Notem, który wstał, a panem Notem, który się kładł, że tak powiem, nie było różnicy, nie miało się wyboru. Vorlage dieser Aufführung aus Polen ist ein Roman Beckets aus den 40er Jahren. Ein einziger Schauspieler bringt die komplexe Struktur des Textes sinnfällig auf die Bühne. Wenn eine Figur erfunden wird innerhalb der Prosatexte, hat man das Gefühl, es ist ein Theaterstück. Ich habe hinterher mit Leuten gesprochen, die immer davon sprachen, ja, das Stück ist ja toll gewesen. Und ich muss ihnen erklären, das ist kein Stück, das ist ein Prosatext. Nicht? Und es wird heutzutage eben wie ein moderner Monolog verstanden. Das ist das Neue, glaube ich, was in diesem Festival auch zutage getreten ist. ...1945 schrieb Beckett die Erzählung Erste Liebe um einen namenlosen Mann, der von zu Hause verjagt wird. Bei einer jungen Frau findet er Zuflucht. Als diese ein Kind erwartet, das möglicherweise von ihm ist, verlässt er sie. Bitter und komisch zugleich spielt Martin Wuttke die Unbehaustheit dieses Menschen. Ja, der hat eine komische Perspektive oder so, ne? Und das finde ich schon ein ganz wichtiges Element. Das macht natürlich auch Spaß daran. Auch eine merkwürdige Bitterkeit oder die Komik entwickelt sich aus einer Bitterkeit und das hat mir gut gefallen daran. Nach und nach lebte ich mich ein in diesem Hause. Sie brachte mir meine Mahlzeiten zu den Stunden, die ich ihr angegeben hatte. Sie schaute von Zeit zu Zeit nach, ob es mir gut ginge und ich nichts nötig hätte. Sie leerte den Schmortopf einmal pro Tag und sie putzte das Zimmer einmal pro Monat. Naht. Sie widerstand nicht immer der Versuchung, mit mir zu sprechen, aber im Allgemeinen konnte ich mich nicht über sie beklagen. Diese bittere Komik in den Figuren Beckets kennenzulernen, hatten die Berliner schon sehr früh Gelegenheit. Warten auf Godot inszeniert Karl-Heinz Strux mit Walter Frank und Alfred Schieske. Endspiel kommt noch im Uraufführungsjahr in der Regie von Hans Bauer mit Bernhard Minetti ins Schlossparktheater. Das letzte Band wird als deutschsprachige Erstaufführung zu einem Triumph für Walter Frank. Die glücklichen Tage werden mit Bertha Drews und Rudolf Fernau in der Schiller-Theaterwerkstatt uraufgeführt. Zu einer Neuinszenierung des Godot von Derek Mendel kommt Beckett nach Berlin und wirkt an der szenischen Umsetzung mit. 2 Jahre später übernimmt er erstmalig allein die Regie und führt Ernst Schröder und Horst Bollmann zu einem großen Erfolg. Er wollte Spiel. Spiel allerdings in der höchsten Genauigkeit. Er hat sofort gesagt, meine Stücke sind nicht zu interpretieren, sie erschließen sich im Spiel. 67, das sind 33 Jahre, wie er Endspiel inszeniert hat, als man fasziniert war davon und erstaunt war, wie komisch diese Stücke seien und mit welcher Leichtigkeit er die selber inszeniert hat. Also, wo er eigentlich aufgeräumt hat mit dieser Art des schweren Existenzialismus, der dann aus deutscher Sicht heraus noch schwerer wurde. Es gibt immer noch Menschen, die dieses Beckett-Bild natürlich tief in sich tragen, des Pessimismus, und für die diese Offenbarung jetzt wiederkommt. Aber wenn man sich mit Beckett länger beschäftigt hat, mir geht es inzwischen so, dass dieses Rufen nach dem komischen Beckett mir schon wieder zu viel wird. Also ich glaube, der Zyklus, der läuft schon wieder andersrum. 1972 schrieb Beckett das Stück Nicht ich für einen sprechenden Mund. Diese erzählt wie in einem inneren Monolog, was die Geschichte eines anderen Menschen sein soll. Oder doch die eigene? Wer ist hier wer? Ein Spiel mit Identitäten.
symptomatisch für Becketts Texte und zeitgemäß. Wann waren wir drei zuletzt zusammen? Nur 121 Worte und dennoch abendfüllend. Kommen und gehen ist Becketts kürzestes Stück. Drei Frauen, die einander so ähnlich wie möglich sein sollen, sitzen nebeneinander auf einer Bank. Sie tauschen gemeinsame Erinnerungen aus. Wenn eine von ihnen den Schauplatz verlässt, beginnen die anderen hinter vorgehaltener Hand zu tuscheln. Was sich im Verborgenen abspielt, entwickelt sich zu einem Spiel über Liebe und Tod vor dem Hintergrund von Bedeutungslosigkeit und gelindem Spott. Weiß sie es nicht? Gott bewahr! Die Probleme, die Becket berührt hat, die kommen immer wieder zurück. Und was wir eben verdrängt haben wollten, ist wieder da. Deshalb diese Subversive bei Becket, dass es immer sich verweigert hat, das zu akzeptieren, das nach unserem Wunsch wäre. Wie Peter Brook sagte, ist der ehrlichste aller Dichter. Höhepunkt des Festivals in Berlin war ein Becket-Klassiker »Die glücklichen Tage« in der Regie von Giorgio Strehler. Inmitten einer Wüste monologisiert eine Frau und füllt die Leere ihres Daseins mit den kleinen Requisiten des Alltags. Ma forse un tuffo solo alla svelta. Di nuovo tu? Con il peso che ha dovrebbe essere sempre nel fondo tra le ultime. E invece no, neanche per sogno la vecchia Browning. Browning, ti ricordi di Browning, Willy? Tu ti ricordi quando continuavi a pregarmi di portartela via? Portamela via, Winnie, portamela via prima che la faccia finita con le mie pene. Ah sì, le tue pene.